Und zwar in Montreal. Freitag stark bewölkt, Samstag leicht bewölkt und Sonntag ebenfalls leicht bewölkt. Die Ziele der Qualifying Erster, Rennen Erster. Und es ist stark bewölkt, ja. Kanada, Kanada. Und ich habe auch ein schönes Gesprächsthema für das Training, aber wir haben ein Forschung- und Entwicklungsziel, weil ich bei mehr als 85% einer fliegenden Runde nicht von der Ideallinie ab und fahre eine gewisse Zeit. Oh ne, so einfach nur 85% einer einzelnen fliegenden Runde und maximal 3,5 Meter von der Ideallinie abweichen, okay? Das ist ja relativ einfach. So, wir haben 0% überall. Freut mich, freut euch weniger, wie ich euch kenne. Bedeutet, wir fahren auf hart. Wir werden ein paar Runden drehen. Kanada in meinen Augen eine leichte Strecke, aber auch ein bisschen, ja, mit Risiken verbunden. Die Wall of Champions ist eine davon. 99,8. Ah, okay, hier ist die Linie weiter innen. So, und hier ist die weltbekannte Wall of Champions. 1900. 99, glaube ich, war's. Wir haben jede Menge Daten gesammelt. Damit können wir das Auto einen großen Schritt vorwärts bringen. Gut gemacht. Das war eine super Zielzeit, die ich hier nicht verfehlen konnte. Also ich fahre momentan 1,15er Zeit, das geht ja mal gar nicht. Qualifying bin ich nur 13,8 gefahren im der Koop-Saison. Gegen Murchen, wo wir dann in Q3 dann das Regen hatten. Und ich möchte ein Rennen sehen, nicht mit 6 Autos wie damals. Nein, ich möchte 22 Fahrzeuge auf der Strecke sehen, die sich mit 100% duellieren und nicht mit angezogener Handbremse fahren. Ich fahre halt schon momentan dieses Spiel auf einem komplett anderen Niveau. Wie man jetzt zum Beispiel schon erkennen konnte. Schrie ich zwar quer, aber ich schaffe es, den Wagen abzufangen. Und zwar noch dabei schön gerade wieder auf der DDR-Linie zu bleiben. Ich bin gespannt, wie viele Boxenstops wir machen müssen. Ich gehe von 3 oder 4 aus. Ich finde, der ideale Weg ist 2 oder 3 Stops. Gelbphasen Sektor 3. Da wollen jemand die Schikane nicht erwischt. Weber jetzt Zweiter, Hamilton Dritter. Und die Zeitabschnitte sind ja extrem eng. Da musste ich die Schikane abkürzen. Das wird hoffentlich in F1 2013 ein bisschen anders werden, dass man da sich mal was abfährt. Indem man diese schönen Steine da oder Randsteine oder was, ne, was hat man da gebaut? Auf jeden Fall hat man da was gebaut, was 5 Meter hoch ist und wo dann die Fahrzeuge richtig abheben. In meinen Augen ist das perfekte Mittel, um fahren, das Abkürzen. Ja. Nicht. Oder gar nicht auf die Idee kommen, es abzukürzen. Und jetzt haben wir eine Sektorbestzeit. Oh, da bin ich sogar abgehoben. Es fehlt mir Grip für diese Rechtskurve. Im dritten habe ich die eigentlich noch nie gefahren. Deswegen wundert es mich, dass ich die überhaupt bekommen habe. Und das reicht. Eine Zehntel. Und ich habe nur 6 Zehntel Vorsprung auf Raikön. Das wird ein schweres Qualifying. Spritverbrauch ist in Ordnung. Wo hier ein sehr hoher Vollgasanteil herrscht. Und hier kann man so schön richtig in die Boxengasseneinfahrt reinbrettern. Ich bin immer noch dafür, dass man fürs Qualifying Punkte verteilt. Pole Position 3, zweiter Platz 1 oder sowas. Die erste Skadrei mit Punkten bestückt. Ziel ist immer noch, wer der Erste hier. Deswegen können wir ruhig auf eine Vierstopp-Strategie. Ja, wir gehen auf eine Vierstopp-Strategie. Wenn wir weich, hart fahren. Das können wir jetzt leider durch den Test ja nicht ausprobieren. Durch Ziel F&E, also Forschung und Entwicklung, wird man ja mal rausgelassen, was ich ja nicht bevorzuge. Andere machen das ziemlich gerne, aber haben dann Probleme, dass sie nicht richtig pushen können mit kalten Reifen. Die Runde können wir eigentlich vergessen, aber ich fahre sie trotzdem weiter.
Coverline 1.16.5, wir kommen gar nicht rum. Mit dem dicken Wagen hier. Ich denke mal, dass mich da so ein Raikön jetzt kriegen wird. Weil das ist nur 15. Unterschied. Im Vergleich zum Training. Da kann man wirklich abheben da, das gibt es doch nicht. Was ich mich schon immer gefragt habe, warum ist im Training eigentlich in der Boxengasse 60 und im Qualifying und Rennen 100? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich habe da eine Theorie, aber die Theorie behalte ich erstmal bei mir. Da gibt es bestimmt einen Grund für. Vorderräder sind überhaupt nicht warm. Das ist ja... das ist ja gar nichts. Das ist eine Katastrophe. Also Räikkönen auf der 2, Petrov Skak auf der 4. Aber jetzt verändert sich erstmal wieder komplett alles, deswegen brauche ich es nicht weiter vorlesen. Die Runde war sehr gut. Bis auf die ersten zwei Kurven. Boah, 2 Zehntel, ey. Sehr enge Zeitabstände. Für die Spannung im Rennen ist es wieder nix, ja, ich weiß, aber... Ich kann nichts dran ändern, wenn ich so gut bin und die KI so schwach. Einer hat mal geschrieben, ich soll mal was einverlassen, so wie zum Beispiel sowas so wie zurückfallen oder so, ja. Kam einmal nicht gut an und wird definitiv wieder nicht gut ankommen, deswegen probiere ich es gar nicht mehr. Man muss aufpassen bei dieser Box, dass man mit den hinteren Reifen nicht die weiße Linie überfährt. So, Räikkönen hat es vorhin an der 1.13.9 geschafft. So, der erste hat schon den ersten Sektor schon passiert, wenn ich erstmal hier in der zweiten Sektor bin. Das wäre so ein schönes Anzeichen, dass die Reifen überhaupt nicht warm werden. 1.13.1, das ist die Pole Position. 18. Das holt die KI nicht, das... Das ist die Pole Position. Wobei der McLaren Mercedes die nur von 6 und 7 Skatten, aber da ist noch was drin, da war gerade ein Lotus unsichtbar, warum auch immer. Verbindung zum Spielserver unterbrochen, ja, natürlich. Button auf der 7, ich warte immer noch, dass ich wieder verbunden werde. 8. Sergio Perez, 9. Pastor Maldonado und 10. Nico Rosberg. Warum warte ich, dass ich jetzt verbunden werde? Ganz einfach, das speichert der Arsch nicht. Mit 195 Sekunden Spielzeit mittlerweile schon widmen wir uns dem nächsten Rennen zu, nämlich den Großpreis von Kanada. Und es ist sehr, sehr bewölkt. Aber ich kann mich noch erinnern, auch wenn die letzte Aufnahme ziemlich war, dass es trocken bleiben soll. Unser Ziel ist, da wäre der erste. Schön. Ah ja. Unsere Rennstrategie lautet... Der Korb hat diesen schönen Bug, den Skat-Bug, hatten wir da ja. So. So, wir werden auch gleich das umsetzen. Vorne wegfahren. Oder versuchen, vorne wegzufahren. Weil Runde 9 ist nicht gerade lang. Und Vorsprung rausfahren. Also die Reifen werde ich jetzt durchjagen bis zum geht nicht mehr. Aber mit einem schweren Tank muss ich da doch anders brechen. Ja, wollen wir mal schauen, wie sehr diese Aussage stimmt. Sehr weit rausgekommen. Fangen die Konzentrationsprobleme schon an, oder nicht? Beide Lotus sind hinter mir. Die sind in der Konzentrationsbildung weiter hinten. Wenn die keinen Bock missbauen, wie Grosjean in Monaco, dann sieht's gut aus für mich. Da können wir vielleicht mal mit 25 WM-Zählern mal ein bisschen wieder Boden gut machen. 5 Sekunden. Muss Räikkönen auch schon Benzin sparen. Oder mal wieder. Wie in den letzten Rennen auch immer. Da habe ich mich jetzt verschätzt, verbremst, alles Mögliche. Gucken, ob wir hier eine Safety-Car-Phase erleben. Gelbe Flaggen jetzt im letzten Sektor. Dein Verfolger fällt zurück. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Aber durchatmen kann ich definitiv nicht. Vettel auf der 4. Das heißt, kein McLaren unter den besten 4.
Das ist sehr gut, das heißt, wir würden auf jeden Fall Punkte gut machen. Den inneren Kopterrest, der ist gefährlich. Den sollte man eigentlich nicht überfahren. Nicht mal leicht berühren. 9 Sekunden, also fast 10 Sekunden Vorsprung jetzt auf Kimi. Da musste ich jetzt leider extrem hart rüber. Und 19.3, Top-Zeit eigentlich auf Standard. Das zeigt, dieses Auto ist deutlich unruhiger als das vom McLaren oder Red Bull. Sonst hier in dieser Rechtskurve jedes Mal das Gefühl, das Auto möchte ausbrechen. So, Raikkonen auf der 2, Vettel, vielleicht mit einem Angriff auf ihn. Jawohl! Es kostet auch nochmal Zeit, 3,8 ist nicht gerade die beste Standzeit. Die kommen aber jetzt erstmal auf Start und Ziel. Und ich bin vorn geblieben, vor Sebastian und Raikkonen. Super Strategie. Also, perfekte Strategie von mir. Nochmal neue Bestzeit, 1.18.1 geht das mittlerweile schon. Was sind bald Koop-Zeiten hier, oder was bin ich in Koop gefahren? 1.17.0 oder? Kommen wir da gleich schon zu den ersten Überrundungen. Nach nur 13 gefahrenen Runden. Das wäre sehr früh, ja. So, jetzt verlagert sich mein Bremsprung auf 150 Meter. Tja. Und schon dreht man sich fast, weil man das mit dem DRS aber nicht gewohnt ist. Na gut, sie haben mir das definitiv jetzt nicht gekostet. Also ohne die Hilfe von Lotus und klappt das mit der Konstrukteurswertung einfach nicht. Ich das eigentlich hasse. Sich auf andere noch mit zu verlassen. Beim Wagen hinter dir hat man sich wohl für einen kürzeren Stint entschieden. Er ist auf den weicheren Reifen unterwegs. Okay, habe ich mir fast gedacht. Okay, fangen wir die Phase an, wo das Auto unruhiger wird, weil es leichter wird. So, den nächsten nicht über den Boxengasse überholen. Hier vorne passieren so noch Kämpfe, ey. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen hier. Sorry, Hülkenberg. Also, Flug ist doch dran. Könnt ihr euch mal mit den Kämpfen kurz einstellen? Ich will hier durch. So, danke. So, 18. 24 Sekunden Vorsprung, das ist schon, ja, meine eigene Liga wieder, meine eigene Welt, die ich hier vorne fahre. Ich kann aber noch gut mit mir mithalten, ey. Boah, voll abgehoben. Und vorhin sage ich noch, keine Risiken eingehen, ja. Pustekuchen. Ganz schnell Satz streichen. So, Raikkonen, wir müssen auf eine Zitel ran an Vettel. Da können es bald wieder zum Angriff kommen. Ich habe auch immer Glück mit dem Gegner, der genau dahinter ist. Wer war auf der 4 jetzt? So, im besten Fall beide Lotus auf 2 und 3 und Weber und Vettel auf 4 und 5. Das wäre dann Position 6 und 7, werden dann quasi für McLaren reserviert. Das wäre mal. Im Idealfall nicht das Beste. Die Strecke kühlt jetzt etwas ab. Ich kann die Strecke eigentlich abkühlen? Ist denn die Außentemperatur bei so. Meine Güte, ne. Kann die Strecke abkühlen? Ja, die Sonne schreit immer noch drauf, wie verrückt. Ist hier keine neuen Wolken? Das geht nicht, das kann nicht sein. Den Kerl habe ich mir mal wieder aufgespart, wofür weiß ich auch nicht. So, nächster Boxenstopp Runde 21. Führung will ich natürlich behalten. Die Frage ist, wie fährt der Weber dann Vorsprung? Oder Rückstand. Rückstand. Besser gesagt. Wenn er einen großen Rückstand hat, dann ist das gut für mich. Das ist Position 2 und 3 vergeben. Weil die Ausfallquote ja sehr gering ist. Wir haben so ein bisschen typisches Deutschlandwetter hier.
Mein Renningenieur hat gesagt, es soll trocken bleiben. Wenn ich mir die Wolken da oben aber so ansehe, glaube ich das mittlerweile nicht mehr so ganz. Die Streckentemperatur steigt. Ah, auf einmal steigt sie wieder, okay. Also. Ja, meine Körpertemperatur steigt auch, weil ich mittlerweile anfange zu schwitzen. So, meine Rennpace ist momentan wieder mal super. Und die Qualifying-Runde, die kann ich mir auch noch mal gut erinnern, die war noch sensationell. So, wer hat 15 Sekunden Rückstand auf Vettel, das ist sehr gut. So, 5 Runden schaffe ich in 6 Minuten, da kann man ungefähr hochrechnen, wie lange dieses Rennen noch dauert. Und Hamilton auf der 4, wo ist Mark Webber hin? Ist das nicht hinter mir ein Red Bull? Wir nähern uns so langsam der Halbzeit. Da lagen Teile. Ich sag da mal gar nichts zu, ich sehe aber davon ein McLaren. Das war definitiv ein McLaren. Da geht es um Position 7, 8. Rosberg gegen Button, also Button auf der 8. Schauen wir uns das mal ein bisschen an von der Rückkamera. Bis zu meinem Bremspunkt kann ich das. Er ist vorbei, keiner Master von hinten. Aber ich glaube, der ist eine Runde zurück. Ne, kann er ja gar nicht. Also wenn ich mal Halbzeit ist, rennt die Überholrunde schon bis zum 6. Platz. Das ist ja eine... Da kann über keine Rennstrecke mehr was schief gehen. Also Button kann maximal 6. werden. Beißt sich da aber an dem Mercedes von Rosberg doch die Zähne aus. War das unter einer Sekunde? Fragezeichen. Ja. Momentan wollen wir sogar, ich glaube, 10 Punkte aufholen. Das wäre richtig gut für die Konstrukteurswertung. Der nächste Wagen ist eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen. Er sollte mich vorbeilassen. Jetzt immer höher. Sollte. Aber ob es tatsächlich macht, ist die andere Frage. So, Werner, lass du mich mal bitte vorbei. Danke. Werner hat auch, hat ja dein Auto in Deutschland komplett. Oh, abgestellt. Er soll nie auf dem Gras bremsen, das kann nicht gut gehen. Da geht der Griffel sofort in den Keller. Motorsport und Grün, das passt nicht. Und wir werden eine weite Linie hier fahren, weil der mich nicht nach innen fahren lässt, der Ricciardo. Danke. So, ab in die Box. Neue Reife drauf. Grosjean 1,7. Oh, komm, die Zehntel da. Ach, Tausendstel, Entschuldigung. Vielleicht kann ich Master helfen, ranzukommen an den Button. Meine Vorderräder sind überhaupt nicht warm. Deswegen fahre ich erstmal die paar Runden ein bisschen auf Fett. Okay. Also jetzt sind wir auf dem gleichen Level. Was Reifen und so geht, was Reifen und so uns angeht. Mark Webber, Tatsache auf 18. Der hat wohl irgendein Problem. Und wieder fahre ich direkt am Limit. Das wirkt man sofort bei mir, weil brauche ich kleine Fehler ein, dann fahre ich echt am Limit. Und dann ist es eigentlich wunderbar, mir zuzusehen. Ein Augenschmaus. Ich weiß, es eigentlich nur stinkt, aber egal. Ja, dann sind solche Fahrfehler einprogrammiert. Verdammt! Das Auto wird immer leichter und deswegen immer giftiger. Das mag ich einfach nicht.
Und wenn ich ruhiger werde, bin ich auch voll konzentriert, dann fahre ich auch am Limit. Das sind so die zwei Merkmale, die man bei mir erkennt. Und je länger das Rennen auch wird, desto mehr geht Konzentration in Galler, desto mehr vergisst man zu reden und bla 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 bla. So, den da, den Lotus Change schnapp ich mir auch. Coverline habe ich nicht schon mal überrundet. Oh, da kommt bald eine ganz lange Kette. Oh. Wovon träumst du nachts? Könnte sein, dass der Master an Button vorbei ist. Oh, ich muss das Lenkrad richten hier. Ach Gottchen, ey. So, wer passt noch mittlerweile 21? Ist also der größeres Problem. Also mehr als du das Cast bei Red Bull ist kaputt. Getriebe kann es auch nicht sein, wenn der ein Zahnrad weg ist, fährt das ganze Getriebe platt. 1.17.3, so Maldonado fährt die schnellste Rennrunde in Williams. Um Gottes Willen. Wenn Maldonado jetzt in dieser Saison eine schnellste Runde fahren würde, wäre das eine Sensation. Wie gut das hier im Qualifying dritter wurde, auch eine Sensation war. Oder war das Setup das geschuldet? Ja. Clever macht ihr das aber hier gerade nicht, ihr beiden. Da hätte Grosjean viel, viel früher vorbeigehen müssen. Aber mich überrascht es doch, dass ich so meine komplett eigene Liga hier fahre. Also wirklich Konkurrenz habe ich nicht. Selbst Alonso wäre für mich hier keine Konkurrenz im gleichen Auto. Und die KI kann nur die Zeiten fahren, wenn sie auf Fett fährt. Ich kann diese Zeiten aber auch fahren, wenn ich auf Standard mittlerweile nur noch bin. Und das ist so ein bisschen meine Geheimwaffe. Aber ich könnte eigentlich die Lüfter, die noch mehr dran sind, mal aktivieren hier aber bei meinem Computer. Die sind nicht an. So, wo lässt ihr mich vorbei? Ich kürze lieber ab. Das ist mir nicht ganz geheuer, was der Van jetzt gemacht hat. Also ich könnte mich noch wehren. Ich muss die Tür schon wieder aufmachen. Also Goldbusser sollte es ganz dringend wieder umschreiben, dass man da abgebremst wird. Also dadurch kann man ja leicht ins Drehen und das ist dann eigentlich nicht die Strafe dafür, dass die Auslaufzonen da sind. Man hätte mir jetzt schreiben können, Verwarnung wegen Abkürzens. Das würden alle sagen, oh, mach den Schreckenmod rein und so und so und so. Nein, kann ich keinen Korb mehr machen, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Aber der Grosjean geht mir aber auch auf den Sack hier, das muss man aber auch fairerweise so sagen. Was merke ich so an den Runden? 1.18.1. Was ist das für eine Rundenzeit? Das ist grauenhaft. Es muss 1.17 hoch, Mitte oder tief sein. So, deine Frontflügel auch noch ab. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Du hast noch genug Sprit und kannst das Fettegemisch wählen, wenn du möchtest. Boah, verpiss dich! Boah, Grosjean! Der ist nicht ohne Grund der Quizpilot, ja? Der hat seinen Titel nicht ohne Grund bekommen. Ach, die Nase müsst ihr mir nicht wechseln. So, und gleich der nächste Anlauf. Okay, Fett ist das optimal. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Dann übernimm das mal für mich. Ich versuche nochmal eine schnelle Rundenzeit hier zu fahren. Die weichere Mischung auf die Last. Der nächste Stint wird kürzer. Okay. 1.15.6, das ist reicht. Das ist eine super schnellste Rennrunde. Die war ja auch fast fehlerfrei. Das Feld ist mittlerweile so durcheinander gemischt, dass ich nicht mehr weiß, auf welche Position der Massa sich gerade befindet. Also ist das, wir mal Daumen drücken. Und da werden wir noch, ich glaube, einen werden wir auf jeden Fall noch überrunden. Ob ich dann noch mit diese große Gruppe rankomme, ist die andere Frage. Raikön momentan auf 2. Ich glaube, Vettel ist mit 3 zufrieden. Die
zu funktionieren. Die Jungs versuchen das zu beheben. Oh, ich eh nicht. Und wieder mal jemand berührt. DRS jetzt wieder nutzen können. Die Jungs haben das Problem behoben. Jo. So, hier müssen wir jetzt echt überrunden in die Weste nochmal. Noch mehr Kleingemüse wahrscheinlich. Davon ist nochmal ein McLaren. Das jetzt müsste dann Button sein. McLaren kommt aber echt nicht ran, ey. Da fährt der immer nach Spitzenzeiten hier. Wir sind jetzt noch gleich bei den letzten vier Runden vom großen Preis von Kanada. Da war ich etwas zu viel auf dem Gas. Eine Sekunde mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Aber eine neue schnellste Rennrunde fährt keiner. Na, 7.10 hat mir das gekostet. Und das hinter mir Grosjean ist, dann muss vor mir fette Hamilton sein. Fette sein. Fette fährt doch nicht in McLaren. Das Auto wird nicht kontinuierlich schneller, je leichter es wird. Es wird eigentlich immer unruhiger. Nicht mehr so gutmütig. Ja, genau. Ich muss nochmal eine Rush-Partie hinlegen. In der letzten Runde. Das ist ein Muss. Wer der erste erreicht, ja, Master wurde 10. Und noch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, sein dritter Punkt, oder? Oder sein fünfter? Hat er schon zwei, auf jeden Fall hat er Punkte schon geholt. Ausgeschieden sind Bruno Senna, Timo Glock und disqualifizierte Michael Schumacher. Mark Webber ist 21 mit 5 Runden Rückstand. Hartisch gekolzt. Der Kimi Räikkönen gratuliert uns, der zu Red Bull wechseln wird. Da lege ich mich fest. Ganz ehrlich, also wenn der nicht wechselt, dann weiß ich auch nicht. Also der wechselt in meinen Augen auch. Nächstes Rennen ist Europa. Was ist denn das? Saisonhighlight oder was? Willkommen. Ein ganz besonderes Rennen, okay? Informationen dazu. Oh Gott. Leicht bewölkt und leichter Regen.